Die Veranstalter wollten es kaum glauben, denn bereits zum 15. Mal fand die alljährliche Modenschau der angehenden Maßschneider und Maßschneiderinnen der Max-Alt-Schule statt. Nachdem der stellvertretende Schulleiter Helmut Reitschke die anwesenden Zuschauer herzlich begrüßte, übergab er das Mikrofon den fachkundigen Moderatorinnen des Abends. Das Thema der diesjährigen Modenschau lautete Minimalismus versus Opulenz. Das Aufeinandertreffen dieser beiden Gegensätze machte den Reiz des Abends aus. Den Zuschauern boten sich zum einen gekonnt umgesetzte Modelle in gedeckten Farben, klaren Schnitten, Formen und dezenten Stoffen. Zum anderen sah man satte, knallige Farben, prunkvolle Stoffe in ausgefallenen Schnitten und Formen, meisterlich umgesetzt und oft mit verspielten Details. In der Pause konnte man im Foyer das Entstehen der gezeigten Modelle vom Entwurf bis Fertigstellung bewundern. Vom Cocktail bis zur kulinarischen Leckerei war an alles gedacht. Die professionelle Umsetzung dieser Modenschau hinterließ bei den Besuchern sichtbar großen Eindruck. Der Applaus und die begeisterten Blicke waren der Beleg dafür und zugleich der Lohn für unzählige Stunden Arbeit an den Modellen.